Noch immer stecken wir im Kristallgefängnis fest und damit willkommen zurück zum Let's Play Invisimals, das verlorene Königreich. Wir gehen direkt weiter und gucken mal, was uns hier drin noch so erwartet in diesem Gefängnis voller Abscheulichkeiten. So, gleich wieder zu Uzlotten geworden. Die ein Treffen da ist echt ganz schön heftig. So, hier habe ich jetzt alles genommen soweit. So, da vorne ist der Ausgang. Aber nicht nochmal ohne Kampf, den ich auch nur ganz knapp überlebt habe. Aber dann können wir jetzt weitergehen. In Richtung des nächsten Levels. Ausgebrochen sind wir schon mal erfolgreich. Mal gucken, was jetzt noch so kommt. Theoretisch irgendein Endkampf und irgendwann ist dann auch mal gut, ne? Hiro, bitte sag mir, dass du noch lebst. Connie? Ja, ich lebe. Ein Störsignal hat den Empfang verhindert. Störsignal? Was ist bloß los? Wo bist du gewesen? Oh, ich war kurz im Gefängnis, wo mich der Direktor von Extractor Industries festgehalten hat. Black? Du hast Black getroffen? Du meine Güte. Ich melde es Kenny, aber es könnte etwas dauern. Ich bleibe bei dir, bis er kommt. Danke, Connie. Schön, dass ich nicht alleine bin. Wir können schwimmen. Besser gesagt, wir müssen natürlich auch schwimmen.
Sonst geht's nämlich hier schlicht und einfach nicht weiter. Direkt der Name Titus Lemon. Ocelotl! Kraken! Kein Matrose weiß, was passieren wird, wenn er auf See dem Kraken begegnet. So ist das in der Invisibles-Welt. Wenn der Kraken erscheint, kann es die Rettung, aber auch den Untergang bedeuten. Der Kraken bedeutet absolute Unsicherheit. Gefällt dir das? Ich habe das in der Badewanne geschrieben, auf der Suche nach der Seife. Vielleicht hat der Kraken sie. Ja, das muss es sein. Eureka, hüte dich vor dem Kraken. Von brutaler Kraft und Intelligenz. Und ein Seifendieb noch dazu. Da kommt erstmal Krakens Gestalt. Ocelotl. Aber der kann natürlich nur im Wasser bleiben. Ist irgendwie logisch. Dachte ich mir doch, dass da noch was steht. Das habe ich so hervorglitzern sehen. Kraken! Ah, der scheint keine Updates zu haben oder so. Was auch immer. Hier geht's nicht weiter. Reingeschwommen. Oh, hier scheint nichts oben zu sein. Nichts weiter versteckt. Ocelotl!
Hier geht es tief runter, Hiro. Fall bloß nicht runter. Nee, ich fall schon nicht runter. Ups, doch runtergefallen. Nee, okay. Natürlich nicht. Auf den Kampf davon habe ich ja schon richtig Lust. Immerhin spawnt hier mal nichts Neues nach. Ich automatisch zum Kraken. Stahlwesen scheinen alle Durchgangswege blockiert zu haben. Aber mit einem kleinen Unterwasserangriff kriegst du das schon hin. Aber nur mit einem kleinen Unterwasserangriff. Also nicht, dass wir uns jetzt hier falsch verstehen. Du musst schon klein sein. Ich glaube, das war ein kleiner, sonst hätte es ja nicht funktioniert. Gar keine Verstecke. Uzzelottl! Metallspinne da hinten ist irgendwie ein bisschen kaputt. Hallo. So. So. Ah!
Sei vorsichtig, wenn du über die Brücke gehst, oder du wirst platt wie ein Pfannkuchen. Hammer am Pfannkuchen. Pfannkuchen-Firo wollte ich schon. Ja, mach mal essen. Aber wir passen natürlich auf. Ja, das ist irgendwie so ein Korb. Übersichtliche Kamera einstellen. Klappt. Danach fahren wir auf. Hallo, der kam bis lange nicht vorbei. Na also. Geschlossene Türen an. Sie scheinen aber nicht besonders stabil zu sein. Du solltest sie durchbrechen können. Wir erinnern uns, mit kleinen Wasserangriffen geht das. Groß nicht, aber mit kleinen ist das problemlos drin. So. Schlockel.
So, das war's. So, nach einer kurzen Werbeunterbrechung gehen wir hier weiter. Das heißt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.